Die Glocken läuten und rufen zu Gebet und Gottesdienst. Pfingsten, der Tag des Heiligen Geistes. Auf Hebräisch heißt der Geist Ruach, ein weibliches Wort. Es bedeutet Wind und Atem. Ruach kann feurig sein, sie macht lebendig, sie weht, wo sie will und ist lauter, leuchtend rote Liebe. Ruach ist Gott und wir feiern in Gottes Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Wir danken dir, Gott, in allen Ländern und in allen Sprachen der Welt wird deine Botschaft verkündigt, dir zur Ehre und den Menschen zum Segen. Wir bitten dich, erfülle uns mit deiner Kraft und der Fantasie deines Geistes. Lass uns dein Wort nicht nur hören, gib, dass wir auch auf dein Wort hören, dass wir es so verstehen, wie du es meinst, es befolgen und in deinem Namen an andere weitergeben, als Ermutigung und als Trost, als Hilfe und Wegweisung, als Entlastung und als Vergebung, als deine frohe und frohmachende Botschaft der Liebe und des Friedens. Amen. Wir hören die Geschichte des heutigen Tages, des Pfingstsonntages, steht aufgeschrieben in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie ihnen der Geist zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn jeder in seiner Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden?
Andere hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll des süßen Weines. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, es ist doch erst die dritte Stunde des Tages, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und der herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Der Herr segne an uns sein heiliges Wort. Amen. Lasst uns auf das Evangelium antworten mit dem Bekenntnis und Loblied unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und sein Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Gemeinde, ein Kollege erzählte mir vor einigen Jahren von einer Konferenz in irgendeiner norddeutschen Stadt. Er war mit dem Zug dorthin gefahren und als er in den Abendstunden ankam, fiel ihm am Stadtrand ein großes Gebäude auf. Eine Windmühle, so eine richtig große Mühle, wie man sie aus den Bilderbüchern kennt.
Als er am Abend ankam, da drehten sich die gewaltigen Flügel dieser alten Mühle. Ein großartiges Bild, dachte er bei sich, da fährt der Wind diese Naturgewalt in die Flügel und treibt sie an, und die Flügel, die setzen ihrerseits dann die Kraft des Windes um, treiben ein gewaltiges Räderwerk an und setzen die Mühlsteine im Innern in Bewegung. Und zwischen diesen Steinen wird jetzt in diesem Augenblick das Korn zu Mehl gemahlen, zu Mehl, aus dem dann Brot gebacken wird. Vielleicht sogar genau das Brot, das ich dann in den nächsten Tagen hier verzehren werde. Und als das aus der Kraft des Windes ein großartiges Bild, aus dieser ungezähmten Gewalt der Natur wird letztlich das Brot, das ich verzehre. Liebe Gemeinde, als mein Kollege am anderen Morgen aufwachte, da wunderte er sich allerdings nicht wenig, denn die Flügel dieser alten Windmühle standen still. Und das, obwohl ein kräftiger Wind wehte, und als er genauer hinsah, bemerkte er, dass sie ja eigentlich auch gar nicht sich drehen konnte. Sie waren nämlich nackt und kahl, diese Flügel. Sie waren nicht bespannt. Die Mühle trug lediglich das nackte, unbespannte Flügelkreuz, so dass der Wind gar nicht aufgefangen werden konnte. Da konnte der Wind blasen, wie er wollte. Diese Flügel konnte er so unter keinen Umständen in Bewegung setzen. Aber er hatte sie doch drehen gesehen. Als er am Abend gekommen war, da hatten sich die Flügel doch gedreht. Es wurde Mittag, bis er des Rätsels Lösung fand. Am Mittag dieses Tages erfuhr er nämlich, dass sich die Flügel immer drehen würden, dann nämlich, wenn es Zeit dafür sei. Und da spielte es keine Rolle, ob der Wind blies oder nicht. Sie wurden schließlich schon lange nicht mehr vom Wind bewegt, die Flügel. Es war ein kleiner Elektromotor im Innern der Mühle, der pünktlich dreimal täglich die Flügel in Bewegung setzte, immer dann, nämlich wenn wieder eine Führung angesagt war. Diese Mühle gehörte schließlich schon lange keinem Müller mehr. Sie stand in einem Freilichtmuseum am Rande der Stadt. Und mit ihrer Hilfe wurde auch kein Mehl mehr gewonnen. Sie drehte die Mühlsteine nur noch zur Schau, eigentlich nur noch als Touristenattraktion, dreimal am Tag zur festgesetzten Zeit. So kann man sich täuschen. Von wegen Wind von Flügeln aufgefangen, von wegen Mehl, das zu Brot gebacken wird, alles nur noch Schau. Ein Gestänge, seelenlos bewegt, auf Knopfdruck abrufbar, wann immer ich es will, zum Vorzeigen halt, aber tot. Als man die Windmühle von ihrer eigentlichen Quelle, als man sie vom Wind getrennt hatte, da hat man sie gleichsam getötet, ans Netz gehängt, zu einem toten Räderwerk gemacht. Sicher, sie funktionierte noch, sogar viel zuverlässiger als früher. Sie war jetzt fremdenverkehrstechnisch nutzbar, professionell einsetzbar, aber tot halt, von der Quelle ihres Lebens abgeschnitten. Oh, liebe Gemeinde, ich glaube, ich weiß, was ein guter Teil von Ihnen jetzt denkt. Ich bin mir ganz sicher, nicht wenige von Ihnen werden sich jetzt sagen, klar, jetzt schlägt er den Bogen gleich zu, vergleicht den Wind mit dem Heiligen Geist und die Mühle mit der Kirche. Und dann erklärt er, dass es dort ja genauso sei, dass auch die Kirche nur noch funktioniert, ein alter, klappriger Apparat sei, seelenlos, angetrieben vom Motor der Kirchensteuer, von blutleeren alten Männern und Frauen, aber innerlich schon lange tot. Und ich bin mir sicher, Sie werden dann erwarten, dass ich halt dazu aufrufen werde, dass das alles wieder anders werden müsse, dass wir zusammen anpacken müssen, die Strukturen verändern und die Windmühle von Neuem mit Leben erfüllen. Gerade jetzt, unter der Corona-Pandemie, zeige die Kirche endlich ihre wahre Struktur hinter der Fassade.
Ich bin mir ganz sicher, dass viele von Ihnen denken, dass ich genau das jetzt sagen werde. Und nein, das werde ich nicht tun, weil es, weiß Gott, so ja nicht stimmt. Es stimmt ja gerade nicht, dass die Flügel unserer Windmühle, dass unsere Kirche den Wind des Heiligen Geistes gar nicht mehr auffangen könnte. Sie hier an Ihren Computern, Ihren Laptops, die Menschen, die sich den Gottesdienst im Glas mit nach Hause nehmen und die Menschen, die in den Gottesdiensten, wenn auch mit Abstand, Sie nämlich sind der beste Gegenbeweis dafür. Sie hören zu, Sie feiern mit und solange Sie das tun, solange Sie mit offenen Augen auf die Zeichen der Zeit blicken, solange Sie mit offenen Ohren auf das hören, was angesagt ist und solange Sie Ihre Herzen dem eigentlichen Willen Gottes nicht verschließen, solange sind die Flügel unserer Mühle voll bespannt. Solange kann der Windbraus Gottes ungehindert hineinfahren, kann Gottes Geist ansetzen, um uns umzutreiben. Solange wir hier sind, unsere Antennen ausrichten, uns ausrichten auf diesen Gott hin und ausrichten lassen allein von diesem Gott her, solange können an noch so vielen Schaltstellen, noch so viele Würdenträger irgendwelche Knöpfe drücken. Könnte mit noch so viel Geld jeder Motor der Welt betrieben werden, um ein Räderwerk nach einer festgelegten Ordnung und einem bestimmten Zeitplan ablaufen zu lassen. Solange es Menschen gibt, die sich Gott öffnen, so lange wird Gottes Geist allen anderen Redewerken zum Trotz in die Herzen dieser Menschen fahren und er wird diese Menschen ergreifen und er wird sie mitreißen. Er wird sie umtreiben, genauso wie der Wind machtvoll die voll bespannten Flügel einer mächtigen Windmühle treibt. Und er wird diese Menschen und damit seine Kirche am Ende genau dorthin treiben, wo er sie haben will. Und zwar er allein. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.
Lasst uns beten. Heiliger Geist, wir bitten dich, komm. Die Welt braucht dich. So viele Menschen, die leiden und krank sind. Komm zu ihnen, Heiliger Geist. So viele Menschen, die verzweifelt sind und alles zurücklassen. Komm zu ihnen, Heiliger Geist. So viele Menschen, die nicht wissen, wem sie vertrauen sollen. Komm zu ihnen, Heiliger Geist. So viele Menschen, die bedroht werden, komm zu ihnen, Heiliger Geist. So viele Menschen, die voller Sorgen sind, komm zu ihnen, Heiliger Geist. So viele Menschen, die gegen den Tod ankämpfen, komm zu ihnen, Heiliger Geist. So viele, die Hass sehen, Gewalt üben, den Tod verherrlichen, komm zu ihnen, Heiliger Geist. So viele, die dir vertrauen und sich nach dir sehnen, komm mit deinen Gaben, komm mit deiner Liebe, komm mit Weisheit, Rat und Stärke, komm mit deinem Trost, komm in unsere Mitte, mach uns neu, bewege uns und sende uns. Heiliger Geist, wir bitten dich, komm. Amen. Lasst uns gemeinsam beten, wie unser Herr und Heiland uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der allmächtige Gott gebe uns seinen Geist, der wie Feuer ist und Sturm, wie Worte, die alle verstehen. Der gütige Gott gebe uns seinen Geist, der uns zusammenführt und neu werden lässt. Der treue Gott gebe uns seinen Geist, uns und allen Menschen, damit wir ihm ähnlich werden. Und der Segen unseres Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf uns herab und bleibe bei uns alle Zeit. Amen.